Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer neuen Folge Smallland. Begutachtet nochmal die schöne Winterlandschaft hier vor uns. Jetzt geht's gleich hier hoch hinaus, denn wir müssen auf diesen Baum hier. So, und das nehmen wir gleich mal in Angriff. So, wir... Ah, du kommst mit, das ist sehr gut. Mal gucken, wie lang oder wie weit du mitgehst. So, ich hoffe mal, ich sterbe jetzt hier nicht. Ich glaube, ich baue mir mal zur Sicherheit ein Bett hier hin. Ja, ich kenne mein Glück. Nachher fallen wir irgendwo runter oder so. Kollision, Kollision. Hier können wir eins bauen. So, jetzt darf ich nur nicht vergessen, auch den Spawnpunkt hier zu aktualisieren. Sehr gut. Und dann haben wir auch wieder etwas Hunger. So, ja gut. Ich habe ja hier meine Mahlzeit. Die haue ich mir mal rein. Am besten zwei gleich. So, wir sind zwar komplett hochgeheilt, aber trotzdem... Nur ein wohlgenährter Krieger ist ein guter Krieger. So, wäre ja geil, wenn wir jetzt hier einfach so straight hier hochlaufen könnten. Aber so viel Glück werden wir nicht haben. Oder? Sind wir schon da? Nee. Nee, hier geht's nochmal ein Stück hoch. Weiter. Das sieht doch schon... Alter! Das spawnt da vor meiner Nase. Okay. Was bist denn du hier? Untersuchen. Gnomenstatue, der Geist des großen Baumes hört dich. Was ist dein Begehr, Vorhut? Ich will diesen Baum für mich beanspruchen und mein Lager dorthin verlegen. Dann tun wir das doch. Du hast noch kein Baumlager, um deinen ersten Baum für dich zu beanspruchen und dort dein Lager aufzuschlagen. Musst du einen großen Baum erklimmen und dort mit mir sprechen. Okay. Shit. Also müssen wir doch ganz hoch. Hätte ja auch zu einfach werden können. So. Gut, das... Dürfte ja wohl kein Problem sein. Ja, wir dürfen halt nur nicht irgendwo runterfallen. So, ich... Mal schauen, wie weit wir hier kommen, um... ohne jetzt springen zu müssen. Okay, das zum Thema. Bis hierher und nicht weiter. So, jetzt wird's halt hier kritisch. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich weiß halt nicht, ob ich den Sprung hier schaffe. Ja, doch. Irgendwie. So. Nur auf die Stamina achten, nicht, dass die kurz vorher abkackt. Oh, sowas ist ja gar nicht meins eigentlich. Aber gut, da müssen wir jetzt durch, Leute. Wenn wir so eine coole Hütte hier haben wollen. Oh, hier geht's doch schon wieder gerade nach oben. Sehr gut. Ups, ich habe halt Angst, dass ich hier den Sprung verpasse und dann irgendwo sonst wo lande. So, aber... Leute, seht euch das an. Wir sind schon ziemlich hochgekommen. So, aber wir müssen noch weiter, leider. Was ist das da hinten eigentlich? Das sehe ich schon die ganze Zeit. Ist da vielleicht irgendwas Interessantes? So, wo ist denn hier mein Kleiner? Ploppt mal hier bitte auf. Wenn er überhaupt hier aufploppt. Okay. Ich hoffe, der kommt jetzt noch. So, okay. Das hier wird schon wieder haariger. Nee, geht. So, aber ich vermisse trotzdem meinen Begleiter. Da kommt er. Da kommt er angewuselt. Sehr gut, dann können wir ja weiter, solange der jetzt hinter uns ist, ist ja alles okay. Ich habe mich ja anfangs gesträubt, hier nach oben zu kommen, in den Baum zu gehen. Aber, ja, hier oben ist es halt am sichersten, so lang, also es kommen ja noch einige Sachen hier für das Spiel. Unter anderem auch neue Sachen zum Bauen. Und ja, aktuell gibt es halt, soweit ich weiß, nichts Interessantes, um jetzt hier so eine Base-Defense aufzubauen, damit man am Boden sich auch irgendwie sicher ja, aufstellen kann, ohne dass das Haus direkt angegriffen wird oder so Verteidigungslinien mit, keine Ahnung, so eine Spike-Wall oder so. Ja, deswegen ist hier oben schon deutlich besser. Und wir haben natürlich auch Platz, so wie ich das
verstanden habe. Was ja auch viel wert ist, weil, ja, wir brauchen bald viel Platz. So viel Zeug, was hier in die Base rein muss und so groß wie das ist. Sogar das Lagerfeuer braucht ein komplettes Fundament. So. Ey, Leute, seht euch an, wie hoch das ist, ey. Ey, wenn wir hier runterfallen, keine Chance, dann sind wir nicht mehr am Leben. Dann sind wir nur noch ein kleiner grüner Matschklumpen. So, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Jawohl. So, dann hier einmal nochmal schnacken. Der Geist des großen Baums hört dich. Ja gut, das kennen wir schon. Besitz nehmen. Du hast diesen großen Baum in Besitz genommen. Dein Baumsiedlung ist privat. Jawohl. Leute, das hier ist unser neues Zuhause. Oder hier entsteht unser neues Zuhause. Wir können hier so viel machen. So, aber dafür brauchen wir erstmal hier unseren Mini-Dude. Da ist er. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir fangen als allererstes mal an mit Bett und Kisten. So, Bett hierhin. Halt, nicht das. Wobei, warte mal. Das andere Bett ist ja eigentlich sinnvoller. Wenn wir es jetzt schon bauen können. So, das baue ich mal hier an die Seite. Und hier jetzt ein paar Kisten. Dass wir den ganzen Stuff auch hier platzieren können. Hier kommt das Zeug rein zum Bauen, würde ich sagen. So, dann, ja gut, so viel haben wir jetzt hier nicht. Erstmal das ganze Baumaterial. Hier, das hier. Stein brauchen wir jetzt noch nicht, oder? Aber Harz können wir bestimmt gebrauchen. So, Holz. Ansonsten erstmal nix. Okay, dann packe ich mal das Zeug hier alles ein. So, hier ganz schnell. Das kann auch weg. Das auch. Nee, geht nicht. So. Leute. Da sind wir jetzt hier im schönen. Also mit schönem Wetter. So, oh, ich finde es ganz nice. Ich finde es gut, dass wir uns dafür entschieden haben. So, hier Essen, Holz behalten wir. Das weg. Das weg. Das weg. Alles erstmal weg, was wir jetzt hier nicht brauchen. Ups. Ich wollte es nicht essen. Verdammt. Okay, jetzt haben wir es gegessen. So. Dann hier nochmal ein Stack. Und hier, also Fasern haben wir genug. So, jetzt wahrscheinlich die Frage mit dem Holz. Ob wir da genug haben. So, du bist auch schon voll. So, halt, hier war noch Holz. Und... ja gut, das können wir alles hier lassen. Dann packe ich das hier zum Essen ein. So, nur noch das. Okay, sehr gut. Dann lassen wir das da. Hier die Hose lassen wir auch da. Und hier kommt das Holz hin. Super. Dann sind wir schon mal um einiges leichter jetzt. Ich hasse das, dass das hier irgendwie immer so querbeet dann angeordnet wird. So, aber du warst leer. Okay, sehr gut. Dann holen wir uns jetzt mal aus der alten Base das restliche Zeug. Ich hoffe, das können wir alles tragen. Ich bezweifle es. So, reden. Baumdiener. Hallo, Vorhut. Was kann ich für dich tun? Ich möchte bitte hinab zu den Wurzeln. Ich möchte dich etwas zum großen Baum fragen. Ja, fragen wir mal. Gewiss, bin ganz Ohr. Wie kann ich andere vom kleinen Volk auf meinen Baum bauen lassen? Kann ich andere vom kleinen Volk daran hindern, Schabernack mit meinem Lager auf dem großen Baum zu treiben? Kann ich mit meinem Lager von einem großen Baum zu einem anderen umziehen? Aber gewiss doch, du brauchst nur einen anderen großen Baum zu finden, den noch niemand in Besitz genommen hat und ihn dann so in Besitz zu nehmen. Wie schon zu diesen hier. Dein Lager wird dann sofort dorthin versetzt. Ja, okay, das ist cool. Der Rest ist alles so Mehrspielerzeug, aber das ist gut zu wissen. Wenn wir jetzt einen neuen Baum haben wollen, in einer anderen
einem anderen Gebiet oder so, können wir ganz schnell von A nach B traveln und die Base komplett mitnehmen. Die wird da komplett aufgebaut. Das ist geil. Wie kann das sein? Verstand, bis dann. Okay. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sich unserem Verstand nicht erschließen. Ja, so kommt man eine Erklärung auch gut davon. Okay. So. Bedauere, ich muss los. Ich möchte bitte hinab zu den Wurzeln. Wie du wünschst. Bist du nun bereit? Ja, auf geht's. So, Leute. Expressaufzug. Nice. Okay, jetzt geht's ein bisschen langsam. Eben war's angenehm schnell. Du landest doch jetzt nicht hier auf der Wurzel. Ah, hier. Ja, shit, aber warum nicht ganz runter? Jetzt muss ich ja doch noch hier laufen. Okay, das ist ein bisschen kacke jetzt. Ich habe gedacht, es geht hier ganz runter. Vielleicht liegt es aber auch am Baum. Ich weiß es nicht. So, aber auf jeden Fall können wir jetzt hier das Bett mal abreißen. Halt, nee. Mit dir will ich nichts. So, das wollte ich weghaben. So, ja, das ist halt etwas doof, aber gut. Kommen wir mit klar. So, wo lang müssen wir denn jetzt überhaupt? Ich habe hier gar keinen Überblick. So, das sind wir. Wir gucken jetzt. Genau. Hier müssen wir weiter. Ich hoffe einfach mal, wir können den Dude da hinten ignorieren. Kleiner. Komm mal ran hier. In der Zeit futter ich ganz schnell was. So, oh, Ameise. Die machen wir mal am besten gleich platt. So, komm her. Nice. Ich finde die Sichel gar nicht so schlecht mittlerweile. Also im Prinzip ist es ja eh, gegen gewisse Gegnertypen sind gewisse Sachen gut. Oh, wir haben da hinten direkt Mohn. Und noch irgendwas? Nee, leider nicht. Aber egal, Mohn ist schon mal ganz cool. So, die nächste Ameise. So, ihr kriegt aufs Maul. Super. Okay, statt wegen der... ich hasse das, wenn die Kampfmusik im Nachhinein nochmal kommt. Das hört sich irgendwie immer an, als ob noch ein Gegner kommt. Da ist noch eine Ameise. Und... ich markiere mal ganz schnell hier den Platz, wo wir hin müssen. Hier. So. Okay, super. Dann, wo ist meine Markierung? Hier. Die sieht man immer so ein bisschen schwammig. Das ist nicht so geil. Aber okay. Oh. Das nehmen wir mit. Her damit. Das sind Sachen, die wir unbedingt brauchen. Ich würde ja jetzt auch anfangen, hier unterwegs schon mal zu farmen, dieses Mal von sowas abernten. Aber das Problem ist, ich will ja aus der Base ein paar Sachen mitnehmen. Wenn wir jetzt hier komplett voll zur Base schon kommen, brauchen wir gar nichts mitnehmen und können eigentlich direkt wieder zurücklatschen. So, aber hier das Saatenzeug ist halt wichtig. Yes. In your face. In your face. Und nicht in your face. Okay, schade. So, jetzt aufpassen. Ich will nicht wieder meinen eigenen Marienkäfer hier ditchen. Oh. So, komm her. Mist. Super. Was wir auf jeden Fall brauchen in der neuen Base ist einen großen Lagerplatz. Wirklich einen großen Lagerplatz, um halt auch die ganzen Kisten und Stuff hier
unterzubringen. Oh shit, Leute, es wird gleich Nacht. Okay, wir lassen das mal hier mit dem Farm. Wir machen uns jetzt erstmal straight auf den Weg Richtung Home. So, Frage ist, wie kommen wir da hin? So, verpisst euch. So, auf jeden Fall sind wir am Fluss schon mal. Genau, da hinten war der Baumstamm. Da müsste jetzt hier eigentlich irgendwo unsere Brücke sein. Also, da vorne ist sie. Super, Leute, wir haben es gleich. Der Kleine kommt. Oh. Und natürlich alles andere, was nervig ist, auch. So, oh, da ist er ja. Ich hab gedacht, da oben. Da steht er direkt neben mir. Okay, let's go. Müssen ein bisschen Gas geben. Warte mal, hier war doch, glaube ich... Oder? Nee, hier war keine Heuschrecke. So, oh, schon gefühlt ewig her, dass wir hier an der Base waren. So, aber wir haben sie wiedererkannt und wiedergefunden. Sehr schön. Und jetzt kommen die obligatorischen Ameisen gleich wieder. Oder? Nee. Heute nicht, so wie es aussieht. So gut, hier Schrauben nehmen wir mal mit. Die haben uns ja gefehlt an der Base und unterwegs generell. So, hier hinten war ja auch noch was. Und ich glaube auch ein Kronkorken, wenn wir Glück haben. Müsste wieder da sein. Ja, da liegt einer. Super. Und da wir jetzt hier aktuell noch nichts Gefährliches haben, tue ich noch mal ein bisschen Stein mitnehmen. Ganz schnell. Und ja, Leute, wir sehen uns dann einfach zu Tagesanbruch wieder. So, Freunde, der Tag ist erwacht. Es kann weitergehen. Mein Kumpel und ich, wir sind beide komplett überladen. Ja, Leute, wir sind absolut voll. Wir können gar nichts mehr tragen. So, und in diesem Zustand hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir den Weg bis zur Base irgendwie schaffen. Ohne dabei drauf zu gehen. Ich muss halt noch zwischendurch ein bisschen farmen. Ja, ich wollte eigentlich die Hütte hier mit abreißen und das ganze Zeug mitnehmen, aber leider hat es dann nicht mehr gepasst. Ich habe jetzt lieber das wichtige Zeug erstmal eingepackt, mit denen wir hier was anfangen können. Und ja, wir werden halt in der nächsten Folge wahrscheinlich schon anfangen zu bauen, denke ich mal. So, aber erstmal höchstwahrscheinlich ein improvisiertes Camp hier hinstellen. Oh, verpisst euch! Macht euch weg! Lasst meinen Marienkäfer in Ruhe. Ich habe keinen Bock jetzt hier den Struggle zu haben, den ganzen Scheiß hier wieder abzusichern. So, oh Mann. Leute, das ist echt hier knallharte Arbeit. Nicht nur auf mich selbst muss ich aufpassen, ich muss auch noch auf den Marienkäfer aufpassen. Das ist schon ein bisschen Pain in the Ass, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich bin hier. Okay. Gut, dann lösche ich das mal. Kriege ich mein Baumlager hier oben eigentlich angezeigt irgendwo? So, warte mal, hier ist... Ne, das kann auch weg. Okay, jetzt wird es aber trotzdem noch alles angezeigt. Ey, diese... Oh, sammelst du deine Kollegen um dich? Sehr schön. So. Mal schauen. Ah, das kann ich... Ah, okay, das muss ich erst anklicken. So, mal gucken, sehe ich jetzt hier irgendwas? Ist halt echt schwierig. Ne, irgendwie sehe ich hier nichts raus. So, gut, dann markieren wir es nochmal aufs Neue. So. Base verfolgen. Kann es sein, dass es wirklich da ist? Westen. Ne, es müsste ja dann genau hier sein. Dort müssen wir lang, Leute. So, dann let's go. Wir haben unseren Weg gefunden, aber warum wird da... Was ist da noch markiert? Das stört mich so ein bisschen.
So, warte mal, ist das schon der Baum hier? Ja, müsste. Ja doch, ist unser Baum, sehr gut. Mit Empfangskomitee natürlich direkt. Macht schon Agge. So, danke. So, Kleiner, wo bist du? Da, und lockt natürlich gleich hier den Big Bossy an. Ach, halt. Shit, komm, wechsel die Waffe. So, danke. So, nice. So, von dir kann ich nichts mehr looten, schade. Inventar ist voll. So, Marienkäfer, wo bist du? Da hinten. Bringst du wieder was mit? Nee. Okay. Ey, das ist echt belastend, Leute. Wenn ihr so einen Marienkäfer habt, der ständig abhaut und dann, ja, seine komische, ja, was, wie soll ich es nennen? Er rennt halt ständig in irgendeine Falle rein und wird dann wieder gejagt. So, da hinten ist auch ein Baum. Aber... ja, vielleicht hätten wir doch hier weiter unten einen nehmen sollen. Ja, egal. Wir können ja die Base zum Glück transferieren. Das dürfte dann nicht so das Problem sein. So, jetzt sind wir hier natürlich in der Sackgasse. Okay, müssen wir doch nochmal außen rum. Den Sprung traue ich mich jetzt nicht. Da werde ich wahrscheinlich draufgehen bei. So, hier auf die Blätter würde ich gerne springen. Aber da wurde mir auch schon im Vorfeld gesagt, mach's lieber nicht. Die halten einen nicht. Auch wenn es geil wäre. So ähnlich wie bei Grounded. Aber okay. Es kann ja nicht alles so sein wie bei Grounded. Wobei ich auch finden muss, dass das Spiel sehr vieles besser macht als Grounded. Allein schon die Tatsache, wir sind nicht an einen Ort gebunden, einen abgegrenzten. In Grounded hat man ja quasi einen Garten gehabt. Ja, der hat irgendwann einen Gartenzaun gehabt und davor steht ein Haus. Da kann man nicht allzu viel mit einbringen an neuem Stuff und so, aber hier, wir haben einen kompletten verdammten Wald vor unserer Nase, der beliebig oft erweitert werden kann mit verschiedenen Biomen und so Zeug, was ich relativ geil finde. Und ja, generell, wenn man sich die Roadmap anguckt, jetzt allein für die Anfangszeit, was da alles noch so kommt, bin ich echt gespannt, was aus diesem Spiel irgendwann wird. So, aber, Biene? Nee. Aber hier, Kleiner, du kommst. So, da vorne ist unser Aufzug. Aber ich finde es halt echt kacke mit diesem, hier erstmal laufen. Ich habe gedacht, der fährt bis runter. Das ist hier halt jetzt etwas umständlich. So, perfekt. Okay, dann, ich möchte hinauf zum großen Baum. So, auf geht's. Let's go. Und ja, wahrscheinlich pünktlich zum... nee, es ist mitten am Tag. Jetzt gibt's wieder hier schlechtes Wetter. So, aber... okay. So, jetzt geht's schnell zum Glück. Und da sind wir. Home sweet home. Okay, perfekt. So, jetzt müssten wir wahrscheinlich hier ein paar mehr Kisten bauen. Ah, hier ist der Marker. So, aber erstmal hier den ganzen Stuff abladen. Haben wir noch was? Nö, holztechnisch war es das soweit. So, dann guck ich mal. Kann ich hier irgendwas rüberschieben? Ja, ich kann wahrscheinlich einiges rüberschieben. Aber Leute, ich weiß, das ist jetzt hier für die Folge komplett uninteressant. Und ja, wir werden jetzt eh nicht mehr allzu viel machen. Deswegen würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir haben unser Zeug rüber geschafft und haben dafür gesorgt, dass unser Marienkäfer erfolgreich am Leben bleibt. Yay! Und ja, wenn wir schon bei Yay sind, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht sogar ein Abo, das wäre mega cool, würde mich mega unterstützen. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer CrispyDex und haut rein!